Wenn ich es nicht habe, dann wollt ihr es nicht. Hallöle zusammen. Jo, da bin ich mal wieder. Und ihr seht, wo ich hier stehe, ne? Wieder levelmäßig bin ich hier unterwegs auf dem Season of Mastery Server. Und wieso habe ich zu Kuwai gewinkt? Naja, egal. Gewinkt. Season of Mastery Server, ich level hier wieder in der Gegend rum und jetzt komme ich genau in einen Bereich, der ganz spannend ist und der Thema der heutigen Sendung sein soll. Und zwar, es gibt ja diese Geschichte, jetzt hat vielleicht der ein oder andere mitgekriegt, dass man in Season of Mastery auch im Hardcore-Modus spielen kann. Und was ist der Unterschied zwischen dem Hardcore-Modus und dem normalen Modus? Der ist gar keiner. Aber man kriegt halt, man kann sich irgendwo so einen Debuff oder einen Buff abholen. Und der zeigt dann halt an, ist man halt gestorben oder nicht. Und Hardcore-Modus bedeutet, man muss hier durcheiern, ohne zu sterben. So, alles klar. Und in der Vergangenheit war es ja schon so, bei einigen Leuten, die da so Kommentare unter meine Videos geschrieben haben, die haben halt geschrieben, irgendwie, ja, hier, hahaha, da bist du gestorben und da kann ja alles gar nicht sein, weil in dem Spiel kann man ja gar nicht sterben, also da bist du ja ein total schlechter Spieler, wenn du da irgendwie gestorben bist. Und, so, und da habe ich schon mal ein Video zu gemacht, vor einer ganzen Weile, und habe gesagt, nee, dat, wenn ich hier sterbe in einem Spiel, sagt das einfach kein bisschen, ob ich ein guter oder ein schlechter Spieler bin. So, und diese Hardcore-Challenge ist für mich halt einfach ja, eine ziemlich behämmerte Angelegenheit, hat mit spielerischem Skill überhaupt nichts zu tun und dient meines Erachtens eher dazu, das Spiel unattraktiv zu machen. So, warum, weshalb, wieso, kommen wir jetzt gleich zu. Aber ihr seht, ne, selbst hier, ich habe ja jetzt nicht großartig was falsch gemacht. Ich habe halt irgendwie einen Mob gepullt, von dem ich jetzt nicht wusste, was macht der da? Ist das ein Range-Mob oder nicht? Ich habe den einfach mal irgendwie versucht zu pullen. So, und dann ist der da aber irgendwie stehen geblieben. Und die Aggro-Range konnte ich natürlich auch noch nicht so wirklich einschätzen. Also laufe ich dann ran und sehe, okay, da addet jetzt direkt der zweite. Ich hatte Glück, ich hatte einen Heiltrank in der Tasche. Hätte ich den aber nicht gehabt, wäre ich jetzt gerade gestorben. Da wäre nichts gelaufen. So. Was hat das mit Skill zu tun? Das hat doch erstmal überhaupt nichts mit Skill zu tun. Klar, kann ich alles so vorsichtig spielen, dass ich nicht sterbe. Das ist möglich. Das braucht aber einfach nur auf der einen Seite irgendwie die dreifache Zeit. Und auf der anderen Seite endet das relativ schnell in Bereichen, dass ich einfach gewisse Quests nicht mache. Ja, weil ich sag mal hier, das ist so eine der ersten Stellen, wo man irgendwie relativ easy sterben kann, wenn man irgendwie einen addet. Wenn wir gleich rübergehen auf diese Insel, die Horde-Spieler wissen, was da auf der Insel passiert, da muss man gleich irgendwann mal so named killen. So, und er ist halt dann eigentlich in der Regel so zwei Level über einem. Und der addet auch mal ganz gerne. Und wenn das passiert, und man macht diese Quest alleine, dann 3, 2, 1 tot. So, was ist jetzt aber die Konsequenz? Wenn ich jetzt Hardcore spiele, lasse ich den von vornherein aus. Weil einfach klar ist, oh ja, okay, jetzt hier, da kann ich echt easy sterben. Ja, vermutlich würde ich noch nicht mal hier in die Region reinrennen, weil ihr seht, hier sind mehrere Mobs und so weiter. Wir haben gerade gesehen, die adden auch irgendwie relativ schnell. Also vermutlich würde ich selbst die Quest schon nicht machen. Ja, weil ich da immer Gefahr laufe, ja, da kann ich sterben. Und das ist doch total behämmert. Und am Ende des Tages lerne ich daraus ja auch nichts. Also ich meine, das Ding ist, WoW ist ja nun einfach mal so aufgebaut, und das finde ich auch ziemlich cool, dass es so aufgebaut ist, dass man halt hier mit einer Attacke irgendwie anfängt oder dann nochmal eine zweite dazu kriegt, jetzt mit Level 7. Aber so, man hat eine einzige Attacke. Das heißt, von einem Skillset zu sprechen hier beim Leveln, da kann ja jetzt nicht wirklich die Rede von sein.
Das hat ja jetzt nichts mit Skill zu tun, was ich hier mache. Einfach die ganze Zeit nur eine Taste drücken und dann drauf zu warten, dass er irgendwann mal umfällt. Skill Level 0. So, und dann baut sich dieses Spiel aber halt über die Level langsam aber sicher aus. Man kriegt eine zweite Fähigkeit dazu, eine dritte, vierte, fünfte. Ihr kennt das Spiel. So, und irgendwann hat man eine ganze Palette von Skills, die man irgendwie benutzen kann. Und gleichzeitig bekommt man aber auch Quests, Aufgaben, die dann immer schwieriger werden. Natürlich nicht alle und jeder. Also es ist jetzt natürlich nicht per se eine Level 40 Quest schwieriger als eine Level 1 Quest. Weil auch auf Level 40 gibt es genug Quests, die dann halt im Questtext sagen, geh da vorne um die Ecke und kill irgendwie besonders schwierig. Ja, aber da gibt es halt auch irgendwie, ja, hol mal das und das Ding da und da bei dem und dem und schleich dich da mal rein und keine Ahnung, tritratrullala. Und dann ist dann halt so aufgebaut, dass es halt dann durchaus mal schwieriger ist. So. Und nur, man hat halt dann irgendwie viel mehr Skills und kann dann versuchen, je nach Klasse, die man halt spielt, und gemäß seinem Skillset damit umzugehen, diese Aufgabe, diese Quest zu lösen. So, das ist doch der Sinn des ganzen Levels, dass man einfach irgendeine Klasse spielt, die man vorher noch nie gespielt hat, von der man noch überhaupt keine Ahnung hat, wie geht denn die. Und dann habe ich 60 Level Zeit, rauszufinden, wie diese Klasse denn funktioniert. Na hier, was ist das jetzt an Skill? Also ich versuche jetzt gerade nicht zu sterben, also pull ich das jetzt weit zurück, dass er nicht adden kann und so weiter. Ja, das kann man irgendwie machen, aber ne, wow, also dafür braucht man jetzt ja nicht irgendwie einen Master in Quantenphysik, um das jetzt irgendwie auszubaldowern. Ne, normalerweise wäre ich da jetzt einfach reingerannt und hätte drauf ankommen lassen, kriege ich die jetzt halt beide runtergezerrt oder nicht. So, und wenn ich jetzt irgendwie nicht sterben will und das im Hardcore-Modus spiele, dann pulle ich die halt 5 Meter zurück. Wahnsinn. Also das bringt mich echt noch nicht auf den Level von Einstein, also wirklich nicht. So, und ich schnalle es halt nicht, warum jetzt so viele Spieler da so abgehen und sagen, ja, ich muss das unbedingt als Hardcore-Variante spielen. Da haben wir ja schon irgendwie deutsche YouTuber irgendwie, haben das irgendwie angegangen und sind dann, keine Ahnung, bis Level 8 gekommen, bis sie das erste Mal gestorben sind. Und auch mit riesem Theater, oh, was mache ich denn für Berufe und dies und das und ah, jetzt muss man ja ganz schwer nachdenken. Ne, weil es ja irgendwie so schwierig und ne, stehen dann irgendwie eine Stunde vorm Lehrer und philosophieren rum, was denn jetzt irgendwie total mega wäre. Ne, und dann 3 Mob später Perf tot. Ja, geil. Ja. Ne, oder aber jetzt, habe ich jetzt ein Video gesehen heute noch, was vor ein paar Stunden veröffentlicht wurde von Estefan. Also das ist doch hier einer der Buddies von Esmengold. Hier der dicke Paladin, ich weiß nicht, ob ihr alle wisst, wer Estefan ist, egal, ist halt irgendwie so, ist ein ziemlich bekannter YouTuber und Streamer und ist jetzt nicht ganz Asmongold-Niveau, aber ist schon irgendwie sehr bekannt, der Typ. Und der ist auch witzig und der kann auch spielen und so, da ist schon alles in Ordnung. So, und da war jetzt irgendwie die Frage, ja, was denn da jetzt ist mit Season of Mastery. So, und dann hat er jetzt angekündigt, er wird Season of Mastery im Hardcore-Modus spielen. Und zwar nicht nur bis 60, sondern inklusive Molten Core. Und wenn er vor Ragnaros, also auf dem Weg von Level 1 bis Ragnaros Down, wenn er in dem gesamten Bereich einmal stirbt, dann löscht er nicht nur seinen Charakter und fängt irgendwie neu an. Nee, er löscht dann seinen Charakter und hört komplett auf zu spielen. Ja, kann man natürlich machen, logisch. Na, aber wie gesagt, ich frage mich, wo die Challenge ist. Weil am Ende des Tages ist da einfach keine Challenge. Na, am Ende des Tages wird dann einfach nur, ich mache halt einfach gewisse Quests nicht. Und ich gehe dann halt einfach in Molten Core erst dann rein, wenn ich so maximal overgeared bin, dass einfach von vornherein klar ist, dass ich da nicht sterben kann. Und am besten übe ich das vorher auch nochmal mit 3 Twinks. Für die Regeln nicht gelten, dass ich das wirklich 100% unter Kontrolle habe und dann mache ich das. Und wenn ich das nicht so tue, dann ist aber auch 100%ig sicher, dass er das nicht schaffen wird. Na, wenn er einfach ganz normal irgendwie levelt und macht und tut,
und Dungeons macht und Raids macht, da stirbt man halt einfach mal. Weil so konzentriert spielt man halt nicht. Da sind halt einfach immer unvorhergesehene Situationen. Und wenn es nicht so wäre, wäre das Spiel auch lahm. Und wer mal in sein Charakterfenster reingeguckt hat, ne, hier steht ja zum Beispiel bei Damage, ne, 6 bis 8 Damage, süß. 6 bis 8, das ist also ein Unterschied von ist größer 20%. Sind das schon 25%? Kann ich jetzt im Kopf schlecht rechnen. Range Attack, na gut, beim Schurken, keine Ahnung, wie das berechnet wird, aber ne, 7 bis 10, das wären also 30%. Also das ist sozusagen eine Range, um die es sowieso schwankt. Das ist also abhängig von einem Zufallsgenerator. Und das hat man auch als Level 60 und als Level 70 Spieler. Ist da eine Range. Man macht nicht immer exakt den gleichen Schaden. So, und dieser Zufallsgenerator gilt ja für Mobs, oder diese Größenordnung gilt ja für Mobs auf gleichem Level. In dem Moment, wo ich mit Mobs kämpfe, die im Level höher sind als ich, kommt ja noch was oben drauf, und zwar Trefferwertung. So, und bei der Trefferwertung kann es sein, dass ich einen Mob 10-mal hau und ich treffe den 10-mal. Das kann aber auch sein, dass ich den 3-4-mal hintereinander hau und den 3-4-mal hintereinander nicht treffe. So, und dann hat das überhaupt nichts mit Skill zu tun, da falle ich einfach tot um. Das ist einfach nur random Luck. Mehr ist das nicht. Da könnte ich jetzt genauso gut sagen, ich spiele irgendwie gegen einen Computer Kniffel. Kennt ihr das noch, Kniffel? Da nimmt man irgendwie 2 Würfel oder 3 Würfel, packt die in so einen Becher rein, schockelt das, haut das auf den Tisch und guckt, nimmt dann den Becher weg und guckt, was sind dann die 3 Würfel zusammengerechnet an Zahl, was kommt da raus? So, das ist Kniffel. So, und das ist, als wenn ich Kniffel spielen würde gegen Computer und sage, so, wenn ich jetzt, ich darf nie weniger als eine 5 rollen. Und wenn ich weniger als eine 5 roll, dann höre ich auf, weil dann habe ich ja keinen Skill. Hä? Was? Bei einem Ding, was einem Zufallsgenerator unterliegt? Was hat denn das mit Skill überhaupt nichts zu tun? Gar nichts. Und wie gesagt, der Skill-Faktor dabei wäre dann einfach nur zu schnallen, okay, bei dem Mob könntet irgendwie hart werden und deswegen kill ich den gar nicht erst. Dann komme ich dann irgendwie in 2 Tagen nochmal wieder. Na, jetzt schleiche ich hier durch. Was ein super Scheiß. Ja, weil ich will die halt nicht nur adden und so weiter. Natürlich, im normalen Spiel renne ich hier irgendwie nochmal durch und guck halt. Adden die oder adden die nicht? Ach, adden, ja gut, Pech. So, und wenn es halt blöd addet, dann sterbe ich halt. Wen interessiert das? Naja, hier, jetzt habe ich irgendwie einen geaddet, jetzt kann ich hier wegrennen. So, und wenn ich jetzt Pech habe, kommt irgendwo aus dem Gebüsch irgendein Skorpion geeiert oder irgendwie noch ein anderer oder weiß der Geier was, und dann bin ich halt tot. Who cares? Aber deswegen mache ich doch nicht alles hier im Schleichmodus. Ich finde dieses ganze Konzept einfach total behämmert. Bei einem Spiel, wie gesagt, auf der einen Seite hat dieses Spiel einen Random-Faktor, habe ich euch gerade gezeigt. Und zum anderen, was Leute ja auch irgendwie immer verwechseln, ist Skill und Gear. Ne, also das, wenn ich jetzt sozusagen, keine Ahnung, Nax Ramas gegiert bin und möchte, keine Ahnung, was nehmen wir jetzt mal für einen Mob, was wird irgendwie mit Level 60 hier viel gefarmt? Keiner. Irgendein Mob. Scheißegal. Ich will Echos farmen oben in Winterspring. So, wenn ich das mit Nax Ramas Gear mache, ist das mit Sicherheit ein bisschen einfacher und geht bedeutend schneller, als wenn ich das irgendwie mit T0 Gear farme. Ne, mit absoluter Sicherheit, weil mit Nax Ramas Gear mache ich mehr als das Doppelte oder ein Dreifache von Schaden. Aber das hat doch mit Skill überhaupt nichts zu tun. Klar, das Gear zu kriegen, sage ich zu einem gewissen Anteil, ja, okay, klar, du musst ja erstmal irgendwie Nax spielen, um das dann irgendwie zu kriegen und so weiter und so fort. Okay, geschenkt. Ja, sehe ich ein. Aber konnte ich nicht hier irgendwo meine Quests abgeben oder habe ich die jetzt schon abgegeben?
Um irgendwie Naxxramas irgendwie clear zu machen und das Gear überhaupt zu kriegen, muss ich natürlich einen gewissen Skill-Level mitgebracht haben. Ja, das stimmt ein Stück weit. Aber so richtig stimmen tut das halt auch nicht, weil wir haben hier Raids irgendwie von 40 Mann Größe. Da eiern auch genug Leute in allen möglichen Raids und Dungeons und so weiter rum, die da eigentlich vom Skill-Level her nicht reingehören, aber man sagt halt, okay, ne, dann nehme ich den halt mit. Ich kann den Slot jetzt freilassen oder ich nehme jetzt jemanden mit, der relativ geringen Skill-Level hat. Komm, dann nehme ich den halt mit. Ne, das kennt ja auch irgendwie jeder. Wo kann ich denn hier rappen, verdammte Axt? Ha. Ja, da fängt es nämlich schon an. Ja, also ich kann auch einfach der beschissenste Spieler auf dem Planeten sein. Und ich habe halt einfach gerade eine Gruppe, die noch zwei Plätze frei haben. Und die inviten mich dann und vielleicht verdrehen die auch alle die Augen den ganzen Abend lang und denken, was ist das für ein Kacknoob? Aber deswegen werden sie ja dann wahrscheinlich trotzdem nicht aufhören und sagen, wir machen das jetzt aus Prinzip nicht. Sondern die machen dann doch irgendwie den Raid clear und du kriegst irgendwie dein Gear und fertig werden. Also selbst das hat nicht so richtig was mit Skill zu tun, das Gear zu kriegen. Wo kann ich hier rappen? Verflucht, weiß das jemand? Das ist irgendein Lehrer, Doktor, also Erste Hilfe oder was ist das? Das ist echt ätzend. Weil mit so einem roten Dolch durch in der Gegend rumzulaufen oder gelb, der dann rot wird, will ich irgendwie nicht, wenn ich jetzt da drüben auf die Insel eier. Das Letzte, was ich dann brauche, ist, da irgendwie freihändig zu kämpfen und da irgendwie den Faustfight auszutragen. Den hatte ich ja schon dreimal angesprochen. Trade Supplies kann nicht reparieren. Den hatte ich ja auch schon. Ach, okay, alles klar. Wieso zeigt er denn hier nicht hier den Amboss an? Normalerweise ist doch, wenn man drüber geht, zeigt er den Amboss an, dass man auch reparieren kann. Ja, egal. However. Ja, ne, so wie gesagt, Skill-Level und Gear. Gear und Skill-Level hat nichts miteinander zu tun. So, aber mit dem Gear, egal wie gut oder schlecht ich spiele, steigt natürlich einfach meine DPS-Performance oder Heal-Performance oder ich werde halt als Tank irgendwie zäher und mache auch mehr Aggro im Zweifelsfall. Und so weiter und so weiter. Das hat alles mit Skill überhaupt nichts zu tun. So, und jetzt bringe ich irgendwie Season of Mastery in Hardcore-Modus. Und darf halt nicht sterben. Ja. Na, so, und es kommen ja noch ein paar andere Sachen, die dann damit verbunden sind. Und das finde ich halt, wie gesagt, auch. Das ist halt einfach nur, um sich selber das Spiel kaputt zu machen. Ich glaube, ich darf im Auktionshaus nicht traden. Ich habe keine Ahnung, ob ich das. Ne, vielleicht liege ich hier und da mal falsch. Ich könnte das in die Kommentare schreiben. Darf man das Auktionshaus überhaupt nicht benutzen? Darf man da nur Sachen verkaufen? Darf ich da nur nicht ein. Ja, aber irgendwie, das Auktionshaus hat eine Restriktion. Ne, so, also das Gear selber, ne, hat Blizzard auch halt beschränkt. Ich kann nicht mir einfach irgendein Gear kaufen, sondern ich muss es mir dann halt einfach selber herstellen. Oder es muss halt irgendwie droppen. So, und ihr wisst selber auch bei den Drops, wie das so läuft. Wenn ich in einem Gebiet bin von, ich sag es mal, Level 20er Mobs. Das Zeugs, was da einfach so in der freien Wildbahn droppt, ist dann von Level 12, 13, 14, 15 vielleicht. Ja, aber das ist nicht im Bereich Level 20. Das heißt, ich bin zu alledem auch die ganze Zeit unterequipped. Ne, ein normaler Spieler, irgendwie, wissen wir alle, geht halt einfach von Zeit zu Zeit ins AH, guckt halt nach und sagt, okay, ich bin jetzt irgendwie Level 30 geworden. Der Kram, den ich anhab, ist irgendwie das höchste Item, weil ich habe es von Level 25 und ich habe nur drei Items an von Level 10. Ich glaube, da kaufe ich mir mal gerade für ein, zwei Gold irgendwie
Zumindest die üblen drei, übelsten 3, 4, 5 Teile, die ich anhabe, die tausche ich mal eben aus. Na, das muss dann auch kein Wahnsinn sein, na, auch grünes Zeugs von mir aus. Aber zumindest schon mal was, was irgendwie Stats drauf hat, was ich gebrauchen kann, dass ich dann als Schurke nicht mit Stoffarmschienen mit Intelligenz drauf rumrenne, sondern vielleicht dann doch Lederarmschienen nehmen, die irgendwie Beweglichkeit haben. Mit solchen Sachen fängt es ja an, ihr wisst ja selber alle, wie gruselig man irgendwie gegiert ist während der Levelphase. Ne? So, und als Hardcore-Spieler habe ich da nicht. Da muss ich dann immer komplett untergiert in der Gegend rumeiern. Wem soll das nutzen? Verstehe ich halt einfach nicht. Ja, ich meine, klar, jeder soll das Spiel so spielen, wie er irgendwie meint. Und ich sage einfach nur, das meines Erachtens ist das eine totale Schwachsinnsgeschichte und er zeigt bei Skill einfach auch überhaupt nichts. Also wenn mir hinterher einer sagt, ja guck mal hier, ich habe das alles komplett Hardcore durchgespielt, dann sage ich nur herzlichen Glückwunsch. Du hast dich jetzt damit gerade als Idiot irgendwie geoutet, aber mehr hast nicht getan. Das ist meine Meinung dazu. Kann man auch anders sehen, aber na, wie, ich will den Leuten nicht vorschreiben, wie sie das Spiel spielen sollen. Wenn sie das so super finden, ist in Ordnung. Aber das macht die nicht zu, weder zu guten Spielern noch zu smarten People. Da ist so meine Meinung zu dem Hardcore-Modus. Und ist ganz witzig, ich habe jetzt so in der letzten Zeit irgendwie eine ganze Reihe Videos geguckt, um Season of Mastery rum, also vor allen Dingen Videos, wo die in Molten Core gehen. Ich komme jetzt mal wieder so ein bisschen von Hölzken auf Stöcksken. Das hat jetzt mit dem ursprünglichen Thema nichts zu tun, weil ich glaube, da habe ich auch schon alles zugesagt. Also ich glaube, die Argumente sind gefallen. Meine Meinung ist, glaube ich, klar geworden. Da muss ich jetzt nicht noch weiter drauf rumreiten. So, ich habe irgendwie mir Molten Core irgendwie ein bisschen angeguckt. So diverse Gruppen, die da irgendwie so durchgeeiert sind. Und einige sind da irgendwie sehr, sehr, sehr seriös irgendwie durchgerannt. Also vielleicht nicht ganz so wie dann irgendwie damals im Original Vanilla. Also nicht Original Vanilla, wie im Fresh Classic hatte mir jemand geschrieben, soll ich das nennen, als Unterscheidung zwischen dem Original Vanilla und dem. Also ihr wisst, was ich meine. Also vor 2 Jahren, ne, sind die Leute da irgendwie deutlich schneller durchgerannt mit den ganzen World Buffs und. So kindergartenmäßig sah das nicht aus. Das sah schon eine ganze Nummer härter aus. Aber trotzdem sind die da irgendwie ultra fluffig, easy peasy durchmarschiert. Und dann habe ich aber echt so ein paar andere Gruppen gesehen, die sich da richtig schwer getan haben. Also wirklich auch von Anfang an, also von den ersten Bossen an, dass das nicht so leicht war. Jetzt kann ich natürlich die Gruppen nicht einschätzen, ne? Das, wie gut oder schlechte Spieler das irgendwie sowieso sind und wie eingespielt die miteinander sind und so weiter und so fort. Das kann ich null einschätzen. So, jedenfalls hatte ich bei einigen Gruppen schon das Gefühl, dass der Schwierigkeitsgrad echt signifikant nach oben gegangen ist. Und was für mich halt eine spannende Frage ist, was wird es für eine Meta geben? Ne? Und was sind so die Klassen, die so gebraucht werden und gewollt werden und so weiter und so fort? Weil ihr erinnert euch, vor 2 Jahren war es halt einfach so, bring halt einfach so viele Krieger, wie du kriegen kannst und stopf die da rein. Und egal, welche Klasse du dafür weglassen musst, wenn du einen Krieger mehr findest, lass die weg, nimm immer einen Krieger mehr mit. So. Und natürlich dem geschuldet, dass die Krieger mit World Buffs einfach maximal heftig skaliert haben. Ne, das war halt irgendwie klar, jeder hatte World Buffs drauf, aber die Krieger sind halt am meisten durch die Decke gegangen, durch die World Buffs. So, und jetzt haben wir die World Buffs nicht mehr, also sind die Krieger natürlich auch erheblich schwächer geworden. Und für mich war die Frage, okay, was ist denn jetzt die stärkste Klasse? Ich denke, das werden sich einige von euch fragen, was ist die stärkste Klasse? Und was will man denn heute dabei haben? Und die Sache ist die, dass halt Blizzard auch offiziell gesagt hat, dass sie Melees halt scheiße findet. Es ist irgendwie kein Melee-Geheule, ihr werdet gleich auch sehen, warum. Aber Blizzard hat gesagt, Melees sind totaler Scheiß, weil
Die sind alle total overpowered, weil die haben ja keinen Mana. Ne, die können halt irgendwie so lange fighten, wie sie wollen. Machen auch immer die gleichen DPS, weil kein Mana. Ne, so, und das ist einfach total blöd. Und deswegen wollen sie halt irgendwie, ne, machen sie halt die Bosse irgendwie Melee-unfreundlich und patchen die Melees halt irgendwie über Gebühr runter und so weiter und so fort. Ich finde die Argumentation einen totalen Scheiß, also wirklich auch mal wieder so maximal behämmert. Also ich finde, so kann nur jemand argumentieren, wie üblich, der das Spiel einfach nicht spielt. Ne, wenn ich noch nie WoW gespielt habe, dann könnte ich vielleicht auf dieses schmale Brett kommen, dass ein Melee total überpowered ist, weil er ja keinen Mana hat. Und ich gebe auch zu, natürlich ist das Argument richtig, wenn jetzt ein Bossfight 45 Minuten geht, dann werden natürlich die Melees da irgendwie alles dominieren. Das ist vollkommen klar. Nur kenne ich in WoW keinen Bossfight, der 45 Minuten geht. Da ist halt so ein bisschen das Problem an der Argumentation. Ja, die meisten Bossfights gehen halt genau so lange, wie die Caster halt Mana haben. Also ziemlich genau so sind halt die ganzen Bossfights berechnet. Okay, das kann jetzt der Typ, der gesagt hat, Midis sind scheiße bei Blizzard, nicht wissen, weil der Typ, der das berechnet hat, sitzt ja einen Raum weiter. Da müsste er ja sich ja mal 4 Meter bewegen, um dann zu lernen, dass das kompletter Unsinn ist, was er da gerade erzählt. Aber ich meine, so weit geht natürlich auch nicht der Einsatz bei einem, der 6-stellig verdient. Da kann ich schon gut verstehen. Kein Problem. So, aber wie gesagt, grundsätzlich irgendwie die Nummer, die Ansage von Blizzard ist, Minis sind IBA. Und deswegen machen wir die Mechaniken, da wo wir in die Mechaniken eingreifen und so weiter und so fort, machen wir jetzt so, dass die maximal Melee-unfreundlich ist. Und ich gebe ein Beispiel, zum Beispiel bei dem Hund im Kern, da der zweite Boss, also wenn man, ne, normalerweise geht man da ja zu, wie heißt der, Lucifron zuerst. Und und danach kommt ja der Hund da in dieser Grube, wo davor diese Hundepacks sind, immer mit 5 Hunden, die gleichzeitig irgendwie down gehen müssen, weil die sonst wieder aufstehen. Wie heißt dieser Hund denn? Magma da? Tja, da war ich da so oft drin und weiß den Namen trotzdem nicht. Naja, egal. Ihr wisst, glaube ich, die meisten von euch wissen, welchen Hund ich da meine. Und wenn nicht, ist auch scheißegal, das Beispiel kommt ja jetzt. So, dieser Hund hat halt im Original gefiert. Ne? Völlig normal. Also wenn man als Melee dran steht, wenn man als Range dabei ist bei dem Kampf, dann fiert der zwar auch, aber der Vier geht nur, hat eine bestimmte Reichweite. Und als Melee steht man außerhalb, als Range-DDler steht man außerhalb dieser Reichweite. Also als Range-DDler werde ich potenziell nicht gefiert. Es sei denn, ich bin jetzt, ich sag mal, Schattenpriester oder so, muss dann halt irgendwie näher ran, dann stehe ich auch in der 4-Range. Aber normalerweise werde ich halt als Range-DDler nicht gefiert. Und als Midi werde ich halt gefiert. Okay, das ist ja auch alles nicht weiter tragisch. So, nur haben sie jetzt die Mechanik so geändert, dass er jetzt quasi einen 4 nach dem anderen raushaut. Na, das ist so, man kommt da hin, macht irgendwie da 3 Hits, 4. Rennt man erstmal wieder 10 Sekunden durch die Gegend. Da macht man einen Hit oder 2 Hits, 4. So, und das geht so in einer Tour. Und das ist natürlich für Melees eine totale Katastrophe. Ne? Während da die Caster stehen und einfach in einer Tour durchballern. Und da ist natürlich dann klar, wer macht dann den Schaden bei dem Kampf. So. Und da sind halt, wie gesagt, da sind eine ganze Reihe Mechaniken. Gut, bei Ragnaros ist es so, dass die Söhne-Phase, die da kommt, die Söhne machen halt Mana-Drain, wenn man, oder nicht Mana-Drain, sondern Mana-Burn. Alles, was da in der Nähe steht, kriegt dann Mana weggebrannt. Das ist jetzt natürlich Mamili-freundlich und das ist halt eher für die Caster irgendwie scheiße. Also es gibt sozusagen auch Beispiele andersrum, aber potenziell, wie gesagt, Blizzard hat halt selber offiziell verkündet, Milis sind IBA, haben wir keinen Bock drauf und so weiter und so fort. So, wie gesagt, gleichzeitig geänderte Bossmechaniken und so weiter und irgendwie die Krieger und Schurken machen lange nicht mehr den Schaden, den sie halt mit den World Buffs gemacht hat. Krieger sind noch schlimmer betroffen als Schurken, habe ich das Gefühl. Aber grundsätzlich gilt das irgendwie für beide. So. Und und da ist natürlich auch die Frage, ne, wenn ich soweit dann weiß,
Ja, dann kommen da irgendwie natürlich sämtliche Leute, die dann anfangen durchzurechnen oder sich da irgendwie schwer Gedanken zu machen, wie muss denn so ein Raid beschaffen sein? Na, und da ist halt irgendwie von vornherein klar, okay, ein Raid von 40 Leuten muss halt mal mindestens 8 Schamanen drin haben. Das ist ja schon spannend. Also wir haben irgendwie keine 3 Schamanen, kriegen wir zusammen, wenn wir irgendwie ins Auge oder SSC gehen. Und da sollen dann plötzlich aus dem Nichts wieder 8 Schamanen irgendwo auftauchen. Ja, sehr interessant. Ich frage mich, wo die herkommen sollen. Und so, und dann ist jetzt halt das, was früher Krieger-Stacking war, ist jetzt im Prinzip Hexer-Stacking. Ja, dass man jetzt halt sagt, okay, wir müssen da halt, also im Prinzip Molten Core jetzt mit weniger als 10 Hexern ist im Prinzip eigentlich nicht zu machen. Naja, das geht eigentlich geht das überhaupt nicht. Jetzt so unter Freunden wissen wir, das ist unmöglich. So, und so, das ist jetzt natürlich die neue Schwachsinnsmeta, die sich da irgendwie gerade ergibt. Und wir wissen ja irgendwie, wie das dann so geht. Also wenn da irgendeiner sagt, das ist Meta und plötzlich rennen da halt irgendwie ganz viele Leute dem hinterher, weil sie halt denken, sie sind die totalen Pro-Gamer. Und ich vibe irgendwie bei jedem Boss irgendwie im Kern mir einen Kipparsch, ne, mache irgendwie raidweit gesehen 150 DPS und ja, der einzige Weg, das jetzt in den Griff zu kriegen, ist halt irgendwie mehr Hexer. Ne? Anstatt irgendwie selber mal so ein bisschen ja L2B oder so. Nee, mehr Hexer ist die Lösung. Okay, wie auch immer. Habe ich auch schon irgendwie oft genug irgendwie Videos zu gemacht, zu diesem Schwachsinnsmeta-Müll. Aber genau die gleiche Nummer geht jetzt natürlich auch weiterhin ab. Ist ja völlig klar. Und und habe ich entsprechend auch darüber nachgedacht, welche Klasse spiele ich denn jetzt? Weil natürlich, ich bin einfach Schurke. Ich finde, Schurke ist die geilste Klasse. Spiele ich irgendwie seit damals, ne, ganz im Original Vanilla, da habe ich schon irgendwie Krieger und, also Tank, Krieger und Schurke gespielt. Spiele ich bis heute, finde ich einfach eine mega geile Klasse und so weiter und so fort. So, und hatte mich auch schon darauf eingestellt, naja gut, okay, wenn du jetzt irgendwie Schurke weiter spielen willst, so wie das Spiel jetzt irgendwie aufgestellt ist und mit ohne World Buffs und so weiter und so fort, und veränderter PvP-Geschichte gehört es natürlich zu einem Schurken heute einfach dazu, dass du einfach auch PvP spielst. Das ist nun mal das beste Gear irgendwie, was du so kriegen kannst. Oder ne, vor Nax Ramas ist halt das beste Gear. Und man kriegt das Gear sowieso nicht voll. Da habe ich in meinem letzten Video schon drüber gesprochen. Das heißt, die Wichtigkeit von PvP ist schon einfach enorm hoch. Und ich hatte mich schon auch darauf eingestellt, na gut, okay, dann musst du halt mit dem Schurken alles daran setzen, so hoch. Ich will jetzt nicht sagen, Rang 14 zu werden, aber zumindest, weil, ne, egal wie sehr sie das gepatcht haben, das wird auch in Season of Mastery ein Pain in the Ass werden. Aber zumindest so hoch im Ranking zu kommen, wie es irgendwie geht, dass ich dann wenigstens mal so einige PvP-Teile habe. So Rang 12 oder so ist ja was, was man realistisch auch erreichen kann, ohne da jetzt das Laptop irgendwie auch noch nachts mit ins Bett nehmen zu müssen. Also das geht ja irgendwie noch. Das ist ätzend, aber das geht irgendwie noch. Und wie gesagt, da hatte ich mich auch irgendwie drauf eingestellt und so weiter. So, und jetzt gucke ich mir halt so die ganzen Metas an und dann steht da irgendwie bei einer Gruppe von 40 Leuten, ja, du kannst maximal einen Schurken mitnehmen. Na, und dann denke ich halt auch so, aha. Ne, aha, ein Schurke, also sonst geht es offensichtlich nicht. Wenn man jetzt einen zweiten Schurken dabei hat, na ja, auch wieder, oh scheiße, dann legen wir ja nichts mehr. Na, dann wipen wir ja jetzt hier nur noch, weil wir haben ja dann einen Hexerplatz vergeudet oder so. Ne, keine Ahnung, wer weiß, was da irgendwie. Und da habe ich jetzt irgendwie überlegt, wie gehe ich damit um? Und ich mache jetzt genau das, was alle machen. Und sage, ja gut, dann spiele ich eben nicht die Klasse, auf die ich jetzt irgendwie maximal Bock habe. Wisst ihr, weil ich spiele jetzt auch einen Hexer. Warum nicht? Ich finde einen Hexer auch nicht scheiße. Ich finde einen Hexer auch grundsätzlich nicht scheiße. Wenn ihr in meine allerersten Videos reinguckt, seht ihr, dass ich da oben mit dem Hexer irgendwie viel durch die Gegend renne. Und ich habe auch eine ganze Weile, ich habe bestimmt so in meiner WoW-Karriere, habe ich mir sicher auch mal so 2 Jahre oder so, 2, 3 Jahre den Hexer auch wirklich intensiv gespielt. Ich finde, das ist echt eine gute Klasse und so weiter, mag ich auch. Nur, wenn ich mich halt entscheiden muss, Hexer oder Schurke,
ist für mich halt einfach die Entscheidung klar. Da finde ich einen Schurken einfach tausendmal geiler. Ist ja einfach eine Geschmacksfrage. Ja, aber wenn ich weiß, ich gehe jetzt hier in ein Spiel rein, wo von 40 Leuten, die zusammen reden, maximal man einen Schurken mitnehmen darf, warum soll ich mir das dann geben? Ich sehe ja jetzt in TBC schon, was das für ein Riesenscheiß ist. Ne, da ist es ja auch irgendwie ein, maximal zwei Schurken. Mehr als zwei Schurken kannst du nicht mitnehmen. So, und da sind wir eine Gruppe von 25. Ja, das heißt, da gibt es schon irgendwie, also selbst jetzt in TBC doppelt so viele Schurkenslots wie dann in Season of Mastery. Ne, und auf dem PvP-Server, wisst ihr selber, da ist immer ein ziemlich großer Schurkenüberhang. Also Schurke ist nun mal eine saubeliebte Klasse im PvP. So, das heißt, ich spiele immer noch mit dem Gedanken, egal wie schwachsinnig ich PvP-Server finde, auf einem PvP-Server trotzdem aber zu spielen. So, aber da kann ich dann ja Schurke komplett vergessen. Da habe ich überhaupt keine Chance, irgendeinen Raidplatz zu kriegen. Ja, was soll es dann? Das ist doch irgendwie so. Und bei den Hexern ist es halt so, das haben wir ja auch am Anfang von TBC gesehen, es war ja schon klar, dass der Hexer in TBC auch die stärkste Klasse werden wird. So, und dann haben ja auch, ne, also Hexer und Jäger halt. Und dann haben ja ganz viele Leute auch einen Hexer angefangen. Und haben gedacht, irgendwie, ja, jetzt hier Rock'n'Roll, je höher die Marie. So, und wenn man sich jetzt umguckt, sieht man ja, wie unglaublich viele Hexer wieder aufgehört haben. Weil halt ein Hexer sich halt auch nicht von alleine spielt. Ne? Man geht halt, das ist Spoiler-Alarm, ne? Man geht da nicht in den Kern rein und dann fängt er an, automatisch um sich zu ballern und dann irgendwie 500, 600, 700 DPS zu machen, sondern man muss dann auch bei dem Hexer wissen, wie der gespielt wird. Auch wenn er die stärkste Klasse ist. Ja, so, und in TBC muss man das auch wissen. Und entsprechend von den ganzen Leuten, die da Hexer am Anfang gespielt haben, da waren ja wirklich nicht wenige, sind dann so viele Leute auch nicht übergeblieben. Ja, und ich glaube, das wird halt in Season of Mastery wird das ähnlich sein. Und wir hatten auch damals irgendwie vor 2 Jahren, hatten wir auch ziemlich viele Hexer zum Anfang. Am Anfang Molten Core hatten wir mit Sicherheit auch immer irgendwie 5, 6 Hexer dabei. So, und dann am Ende hatten wir irgendwie 2 und waren froh, wenn wir mal einen dritten hatten. So, und deswegen, das ist so ein Gedanke, den ich so habe, einfach zu sagen, okay, scrap it. Ne? Wenn Blizzard nicht will, dass ich Schurke spiele, wenn die Spieler nicht wollen, dass ich Schurke spiele, ja, dann spiele ich halt irgendwas anderes. So, und ich sag mal, je leichter fällt es mir dann auch, mit dem Spiel wieder aufzuhören. Ne? Weil es dann eh nicht so die richtige Klasse, die ich unbedingt spielen will. Da hängt dann mein Herz auch nicht dran und so weiter. Oh, der Sticky Glue, der ist super. Hängt dann mein Herz nicht dran und da kann ich dann auch einfach jederzeit aufhören. Und so weiter. Und alternativ habe ich mir überlegt, also entweder Hexer oder Priester. Ne, weil mein Priester spiele ich ja jetzt schon im PvP irgendwie ziemlich gerne. Und der PvP-Gear bringt den Priester halt auch null weiter. Das heißt, da muss ich auch irgendwie nicht wirklich PvP spielen mit dem Priester. So Heiler werden sowieso immer gebraucht. Da mache ich mir einfach maximal einfach. Und so, und spiele halt einfach nicht die Klasse, die ich gut finde, sondern einfach das, wo ich weiß, okay, da kriegst du halt ziemlich easy einen Raidplatz. Was einfach schon schade ist, weil ich, meines Erachtens ist das eine komplett falsche Attitüde, überhaupt ein Spiel anzugehen. Ich finde, wenn man so ein Spiel anfängt, wie ich das jetzt mache, dann ist einfach von vornherein klar, man wird das nicht zu Ende spielen. Und das ist auch bei mir jetzt irgendwie ziemlich klar. Ja, ich spiele das jetzt, weil, okay, Season of Mastery ist ja jetzt irgendwie ganz toll. Wollen ja jetzt irgendwie offensichtlich ganz viele irgendwie nochmal spielen. Ich mache auch gerne YouTube-Videos und bei Dings gibt es halt einfach leider nichts zu erzählen. Bei TBC, das läuft alles rund. Ich wüsste nicht, da habe ich kein Thema. Ne, und bei Season of Mastery, da habe ich jetzt schon irgendwie das dritte oder vierte Video innerhalb von keine Ahnung, 2, 3 Wochen gemacht, weil da einfach auch so viele Sachen sind, die nicht so richtig adressiert sind oder Schwachsinnsentscheidungen und so weiter und so fort.
Ne, da kann ich dann auch weiter YouTube-Videos machen und mich darüber irgendwie beömmeln, was Blizzard da wieder irgendwie, wie die sich da wieder um Kopf und Kragen patchen und so, ist ja lustig. Ja, aber es ist irgendwie nicht, es ist keine Entscheidung, die ich irgendjemandem empfehlen könnte, der jetzt irgendwie mit der Einstellung da rangeht, irgendwie, ich möchte das Spiel auch durchspielen. Ne, ich finde, soweit ist einfach eine Entscheidung für, naja, ich spiele das sowieso nur ein paar Wochen. Dann ist mir das auch egal. Ein paar Wochen spielen, da habe ich auch einen Hexer Spaß. Aber wenn ich das jetzt ein ganzes Jahr lang durchspielen müsste, dann würde ich definitiv keinen Hexer spielen. Da würde ich beim Schurken schön bleiben. Und ja, das ist doch einfach ein total, das ist doch eine total bescheuerte Grundhaltung. Die tut dem Spiel nicht gut, die tut den Spielern nicht gut. Weil ich glaube, es gibt eine ganze Reihe Leute, die das ähnlich sehen wie ich. Und das sind dann aber auch die Ersten, die hinterher abhauen werden und sagen werden, ja, das war sowieso irgendwie eine komische Totgeburt. Ich kann irgendwie meine Klasse nicht spielen, die ich spielen möchte. Jetzt fangen die Leute an abzuhauen. Wisst ihr was, ich gehöre dazu, ich haue jetzt auch früher ab. So, und wem hat es dann geholfen? Wem hat es dann geholfen? So, also, ja, ich frage mich halt einfach, was für komische Entscheidungen Blizzard da irgendwie trifft. Ja, wie gesagt, die Buffs abzu, das ist halt ein relativ komplexes Ökosystem. Und wenn ich an einer Schraube drehe, dann ändert sich nicht nur ein Parameter, dann ändern sich 10 Parameter an ganz verschiedenen Stellen. So, und irgendwie scheint Blizzard das bis heute nicht zu schnallen, dass das so ist. Die denken einfach, die können irgendwo in das Spiel eingreifen, eine Änderung machen und erwarten dann aber, dass das Spiel genauso weiterläuft wie vorher, außer dieser eine Änderung. Aber so funktioniert es halt leider einfach genau nicht. Oder was heißt leider? Also so funktioniert es Gott sei Dank nicht. Das ist natürlich der Reiz, den WoW ausmacht, für mich zumindest, dass dieses Spiel so komplex ist, dass hier alles miteinander verzahnt ist und so weiter und so fort. Und ja, wie gesagt, die World Buffs rauszupatchen, damit irgendwie die Krieger irgendwie eine ganze Ecke oder die Midis im Verhältnis zu den Castern eine ganze Ecke abzuschwächen. Da ist übrigens der Typ, von dem ich geredet habe. Also den zu killen, solo, ne, der ist Level 10, ich bin Level 8. Die Ads hier addet der irgendwie relativ leicht. Die rennen auch irgendwie weg, wenn die tot sind und all so ein Driss. Also den solo zu machen, das ist immer so ein Klassiker, wo man einfach ganz schnell bei ins Gras beißen kann. Nicht muss, aber kann. Ne, probieren wir auch gleich mal. Ja, und wie gesagt, wenn ich jetzt hier sage, den skippe ich oder ich gehe gar nicht erst auf die Insel. Ne, ich gehe jetzt noch irgendwie ein Level irgendwie Mobs grinden. Inwieweit bin ich dann irgendwie ein Hardcore-Spieler? Bin ich einfach nicht. Ne, das ist einfach, ja. Ich weiß es nicht, ob diese Hardcore-Nummer so klasse ist. Aber ja, wie gesagt, so mit der Klassenwahl. Ich finde es gut, dass sie halt diese World Buffs rausgenommen haben. Es war auch von vornherein klar, dass dann die Melees entsprechend schwächer werden als die Caster, weil die Caster halt nicht in dem Maße von den World Buffs profitiert haben. Die haben auch profitiert, aber halt eben einfach nicht so stark. Und so, aber jetzt noch einen oben drauf zu setzen und zu sagen, wir machen jetzt die Bosse auch noch irgendwie besonders melee-unfreundlich und so weiter, ja, halte ich irgendwie für einen echt maximalen Schwachsinn, tun die sich keinen Gefallen mit, sie drängen Leute nur in Klassen rein, die sie nicht spielen wollen, war ja jetzt auch bei TBC, konnte man es ja im Prinzip auch sehen, ich meine, ja, jetzt haben halt 100.000 Leute irgendwie Krieger gespielt in Klassik. So, und wie war das in den Gilden? Haben ja dann ganz viele gesagt, ja gut, der Krieger kann ich ja jetzt nicht mehr spielen. Ne, spiele ich jetzt irgendwie Schamane, spiele ich jetzt ne, irgendwas, gerade halt gebraucht wird, weil klar ist, die ganzen Kriegerslots gibt es nicht mehr. Na, ja, aber das sind doch dann auch die Ersten, die keinen Bock mehr haben aufs Spiel. So, und dann endet man genau da, wo wir jetzt sind, nämlich mit Servern, die leer sind. Ne, ja, geil. Und das, ja, lass uns das jetzt nochmal in Klassik wiederholen, weil ist ja so gut gelaufen.
Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Na gut, schreib mal irgendwie so meine. Schreib mal. Achso, wir wollen eigentlich den da noch machen, ne? Aber ich habe gar nichts mehr zu erzählen. Wie viel? Wir sind auch schon bei 44 Minuten Videozeit. Ja, komm. Die Zeit nehmen wir uns noch. So, kriege ich den mit Level 8 down oder kriegt der mich down? Wir werden es gleich erfahren. So, komm her, Kollege. Ich mach dich kaputt, ich schau dich mitten ins Gesicht. Also, ich glaube, die muss ich ja eh noch einsammeln hier, die Dinger, ne? Jo. Weiß als Jäger und dann mit dem Sticky Glue, das geht irgendwie relativ gut in dem Level, dass man sich den auf Distanz hält. Aber als Schurke bin ich jetzt sehr gespannt. Ah ja, wenn ich jetzt irgendein Dings hier, einen Angriff in der Leiste hätte, wäre noch besser gewesen, aber egal. Das war jetzt skillmäßig ein echter Fail, aber gut. Zieh den schon mal ein bisschen, weil ich glaube, der haut auch gleich ab. Aber das kann ich ja mit meinem Glue verhindern. Naja gut, aber nee, doch jetzt. Man kriegt den schon doch ganz gut da. Ja, okay. Ja, hier, Pro Gamer. Yay, Pro Gamer, Pro Gamer. Ich habe einen Level 10er gekillt, ohne zu sterben. Ja, aber wie gesagt, es ist halt einfach nur, man muss halt vorsichtig spielen. Das ist der einzige Trick im Prinzip dabei, dass man halt nicht irgendwie mal so ein bisschen enthusiastischer pullt, sondern halt immer hier, das ist jetzt glaube ich ein Fernkämpfer, und dann immer wieder rausziehen, rausziehen, rausziehen und möglichst nicht zu hoch im Level und fertig. Was eine Challenge, was eine Ober-Challenge. Na gut, so, dann würde ich mal sagen, in dem Sinne, bleibt mir gewogen. Und jetzt sterbe ich hier doch noch an dem letzten normalen Mob, weil ich einen scheiß Debuff noch habe. Nee, so weit kommt es nicht. Da wäre aber jetzt noch ein schöner Lacher zum Ende gewesen. Ja, ne? Ich zoome mal wieder ran. Bleibt mir gewogen und suck, suck.